Wir kommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Silber. Wir sind auf der Insel gelandet, Anemonia City, genau. Eine Hafenstadt, wie es halt auf dem Schild steht. Und so viel wie ich gesehen habe, müsste ich, glaube ich, die Medizin bekommen haben. Aber bevor ich das mache, will ich mir erstmal die Arena anschauen. Wie sieht's mit den Pokémon aus? Die müssten nicht ganz fit sein, okay. Dann gehe ich mal schnell ins Pokémon Center. Und dann gucke ich mir das natürlich mal ganz an. Weil ich möchte erstmal gucken, was mit dem Pokémon Arena da auf sich hat. Ob das ein Orden ist oder ob das einfach jetzt so ein Ding nebenbei ist. Wie gesagt, ich habe die Edition jetzt schon ewig nicht mehr gespielt und du musst halt mal gucken, ne? So, dann gehen wir erstmal hier rein und dann gucken wir mal. Direkt zwei Trainer. Meine Pokémon und mich verbinden unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Okay, cool. Ich habe auch eine gewisse Freundschaft mit meinem Pokémon. Schwarzgurt Xaver, oder wie auch immer heißt, möchte kämpfen. Er schickt Kickli. Ein gekicktes Kickli kommt in den Kampf und ich schicke Eaglover mit Flammenrad. Ah, die Attacke scheint aber nicht gerade sehr effektiv zu sein bei dem Pokémon. Okay. Machen wir noch einmal. Weil durch das Flammenrad kommt es ja manchmal zu Verbrennungen. Das gibt ja dann zusätzlich Schaden, was dann für mich natürlich von Vorteil ist. Aber ich muss sagen, das zieht ziemlich ordentlich ab, das Pokémon. Hätte ich es nicht gedacht. Das ist unmöglich. Jetzt kommt der zweite Pokémon-Trainer. Wir Meister der Kampfkünste haben vor nichts Angst. Jeder Mensch hat Angst, egal vor was. Es gibt immer was, wovor man Angst hat. Und er schickt Nocturne, okay. Oh mein Gott, wie sieht denn Nocturne aus? Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt, wie das Nocturne aussieht. Wie so eine prima Ballerina sieht der aus. Nee, also hier sieht Nocturne überhaupt nicht toll aus. Das ist nicht hübsch, das Pokémon. Da ist halt mehr weiblich drin, ne? Ja, noch einmal, komm. Nein. Oh, ich dachte schon, ich wäre tot. Nocturne wurde besiegt. Schwarzgurt Jeff wurde besiegt, jawohl. Schockierend. So, jetzt will ich mal kurz in meinen Beutel gucken. Was habe ich dann noch? Supertränke habe ich zwei Stück. Habe ich sonst nichts mehr? Aufwecker, okay. Ich will die mal aufheben, da ich nicht weiß, wie stark der Arena-Leiter ist. Dann gehe ich doch lieber nochmal ins Pokémon Center. Bambaram. Jetzt nochmal zurück und ich werde dann wahrscheinlich auch das dritte Mal nochmal reingehen müssen, bevor ich gegen den Arena-Ritter kämpfe. Ich will eigentlich gegen ihn kämpfen, aber ich muss. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Bin mal gespannt, was der für ein Pokémon vorschickt. Oh, er hat sogar gleich zwei Stück. Wie heißt der? Peter? Flammenrad. Also das kleine Stück hätte ja jetzt noch den Rest jetzt auch noch geben können, ne? Was
Also sieht so aus, als würde Iglava jetzt nochmal ein Level abbekommen. Darüber freue ich mich natürlich. Maschok. Ich wette mit euch, da ist bestimmt noch einer dabei, der Maschok mal hatte, weil... Ist eine Vermutung. Das ist eine Vermutung. Komm, dann muss ich ihn jetzt umhauen. Jawohl. Und Level Up. Da freue ich mich natürlich drüber. Schwarzgott Peter wurde besiegt. Er ist sprachlos. Er ist wirklich sprachlos über das, was... Hey, Igel aber entwickelt sich. Jawohl. Ja gut, das könnte ich mir auch denken können. Level 36 ist ja bei den meisten Pokémon so. Glückwunsch, dein Igelaber wurde zu Tornupto. Ich sehe gerade, hier brauche ich Stärke. Jetzt kann man selber gucken, ob ich überhaupt ein Pokémon habe, das... Nee, da war's ja. Dass ich Stärke verpassen kann. Wollen wir doch mal kicken hier, ne? Ich habe sogar ein paar Stück. Das gebe ich doch direkt dann... Krabi? Will ich Krabi behalten? Nee, ich gebe das im Mogelbaum. Jawohl, welches Attacke soll vergessen werden? Ich mach Dresch Pelegel weg. So, jetzt haben wir das dann auch. Moment mal, da ist doch ein Pokémon, das hat ein Item bei sich. Das ist eine Beere gewesen. Wo ist die dann? Wo ist die dann, die Beere? Dann können wir nur hier rein. Naja, ja, immerhin. So, jetzt werden einmal die Felsen hier weggeschoben. Und weiter geht's. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Okay. Schwarzgurt möchte kämpfen. Okay, er schickt Menke in den Kampf. Los, Tornupto. Und wir machen wieder die allseits bekannte Attacke Flammenrad. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Flammenrad, erneut. Also der hat jetzt zwei Mankeys, dann denke ich mal... Ich würde ja sagen, es ist ein drittes Mankey, aber ich habe das Gefühl, dass es Razaf ist. Kann man nicht vorstellen, dass er jetzt dreimal das gleiche hat, oder? Ah, was habe ich gesagt? Level 25. Die hat ja... dieses Pokémon brennt, das finde ich natürlich prima. Weil das ist dann für mich halt von Vorteil. Sehr Schneider. Schwarzgott Tim wurde besiegt. Ich wurde zerschmettert. So, wir haben jetzt natürlich die ganzen... Da oben steht er auch schon. Wir haben jetzt alle besiegt. Wir gehen jetzt zurück, also noch einmal ins Pokémon Center. Weil ich will mir die Supertränke, die ich jetzt noch da habe, weil ich habe auch gesehen, auf der Insel gibt es ja irgendwie keinen Markt oder so. Will ich dann aufheben für den Arena-Leiter, da ich nicht weiß, wie stark der ist. Die Pockehühner sind wieder fit und wir können natürlich in die Arena gehen. Bei der Frau darf ich nicht vergessen, da muss ich nach der Arena-Leiter, also nach dem glaube ich nicht, sondern bei dem anderen, muss ich hin für das Fliegen zu holen. Seite. Möchtest du Stärke benutzen? Ja, erneut. Die haben die wahrscheinlich wieder zurückgestellt.
weiter. Mensch. Wow. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Okay, der Pokémon-Arena-Leiter hat uns jetzt hier eine kleine Show dargestellt, dass er den Brocken wegschmeißen kann. Leiter Hardwish. Er hat zwei Pokémon. Rasaf. Okay. Dann denke ich mal, dass er, wenn er Rasaf hat, dass er denn noch Mushroomai bei sich dabei hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass es Mushroomai ist. Nein! Superblick. Das macht die Verteidigung natürlich ein bisschen schlechter. Und jetzt kommt sein letztes Pokémon und das ist... Was? Quappo? Ey, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich war jetzt felsenfest der Meinung, das wäre Mushroomai. Okay, das macht es natürlich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, komplizierter für mich. Boah, ich zieh den hier so gut wie gar nichts ab. What? Okay, nee, ich hab ja Aufreger. Dafür darf er jetzt aber angreifen. Wills Laser. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Es zieht gar nichts ab, ich muss eine andere Attacke machen. Ey, jetzt macht er schon wieder Hypnose, ne? Dann benutze mal wieder Aufwecker. Was macht er jetzt für Attacke? Nein, nicht super! Oh mein Gott. Jo, die Attacke, die hat ja mal richtig gesessen. Ich werde aber jetzt, wenn ich das überleben sollte in der nächsten Runde... Das hat jetzt mehr Geld abgezogen. Wahnsinn! Beutel. Mache ich jetzt oder mache ich Aufwecker? Ich mache jetzt erstmal Aufwecker. Vielleicht überlebt das ja, ich weiß es nicht. Boah, aber gerade so, ne? Gerade so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Flammenrad mache, ob er das überlebt. Ich mach's einfach. Nein! Der hat's ja tatsächlich überlebt! Shit, das ist natürlich jetzt doof, ne? Das ist ärgerlich. Dann nehmen wir mal Mogelbaum. Komm, der hat nur noch ein ganz, ganz kleines Stück. Das schaffen wir. Steinbruch! Wenn der nicht immer diese Attacken machen würde, dann wäre auch alles super. Boah, das haut dann natürlich alles um. Es könnte ja auch mal eine Attacke daneben gehen, da wäre ich auch sehr zufrieden drüber. Klammer. Ah, die Attacke ging daneben, bitte. Ja! Unglaublich, ich dachte jetzt, ich würde verlieren. Jawohl. Ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist der Faustorden würdig. Ah, siehst du, doch ein Orden. Natürlich, freut mich das jetzt. Jawohl. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Betauschte. Außerdem können deine Pokémon fliegen, auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. So, jetzt bin ich erstmal erleichtert. Da freut mich natürlich riesig. Das ist Wuchtschlag.
Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. So, jetzt aber jetzt ganz schnell ins Pokémon Center. Aber bevor ich ins Pokémon Center gehe, möchte ich nochmal diese Frau anquatschen. Hartwig, der Arenaleiter, steigt gerne mit seinen Pokémon in den Ring. Okay, was ist hier mit dir? Du hast den Meer überquert und tralala, komm, das war sicher nicht einfach. Ja, das haben wir ja gestern schon gelesen. Genau, und von allen. Ja, wir haben Fliegen. Wir haben aber leider kein Flug-Pokémon. Das ist dann wieder eine andere Seite. Ja, ist auch gut so. Beutel. Da fliegen. Wir haben so ziemlich die wichtigsten, aber ich habe jetzt kein gescheites Pokémon, das fliegen kann. Oder? Nee, gut. Dann müssen wir wieder übers Meer zurück. Ich bin aber so happy, dass das jetzt geklappt hat. Weil es sah ja wirklich aus, als würde man verlieren. Die andere Seite ist jetzt, ich weiß jetzt schon, dass ich jetzt gleich wieder ein bisschen, sag ich mal, es wird gleich wieder ein bisschen nervig sein, über das Meer zu schwimmen Richtung Tocadia City, da ich kein Flug-Pokémon habe. Aber vielleicht komme ich auch so drüber. Und es fängt auch schon an. Ein wildes Tentacher. Ich habe den Arenaleiter nur besiegt, weil den seine Attacke daneben ging. Sonst hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht geschafft beim ersten Mal. Aber es hat dennoch super geklappt und da bin ich auch froh drüber. Schwimmen wir jetzt erstmal eine Weile übers Meer. Da ist ein Tentoxa. Level 25 bestimmt. 23, okay. Quatsch mich nicht voll, quatsch mich nicht voll. Ja. Ich werde mir mal in Zukunft ein bisschen mehr Schutz und Tränke kaufen, damit ich nicht immer so kommt wie jetzt auf der Insel, dass da nichts ist, wo ich dann überlegen muss. Komm, dann sehe ich endlich mal Land. Land! Nein! Gib mir Land! Da ist Land! Jawohl! Und wir sind wieder zurück in. Das müsste Tocadia City sein, ne? Route 40, Anemonia City oder. Oliviana City. Oliviana City. So, jetzt gehen wir noch schnell die Medizin ab und dann haben wir das auch geschafft, dass die Arenaleiterin zurück in ihre Arena geht. Was mich natürlich sehr erfreut. Was wir jetzt heute auch erreicht haben, wir haben Fliegen bekommen. Nein! Ah, shit! Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Ja, okay. Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich den nicht angequatscht habe. Matrose, ich hoffe, du hast nicht so viel Pokémon, zwei Stück. Okay. Upsi. Ich hoffe, der hat jetzt nicht auch noch einen Quappo dabei, dann kriege ich aber die Krise, ne? Nee, Gott sei Dank, gut. Okay. Ich will auch nur die Medizin abgeben. Mehr will ich doch gar nicht.
Matrose Nepomuk. Oh, ich hab verloren. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen mehr vergessen, damit ich endlich mal nach oben komme. Da muss ich genau aufpassen, wie ich hier schon wieder laufe, damit ich keinem Trainer in die Arme laufe. Gut, alle kann ich ja sowieso nicht aus dem Weg gehen. Das, was nicht geht, geht nicht. Okay, da geht's nicht lang. Was? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich mich jetzt gerade verlaufen oder was verkehrt gemacht? Ach, ich glaube mal, ich muss bei der Frau hinten lang. Das hieß ja dann, ich müsste... Ja, okay. Okay. Quatsch mich nicht voll. Ja, und wir sind endlich da. Sehr schön. Wird die Arznei Ampi helfen? Koro übergibt Jasmin den Geheimtrank. Jasmin, sei bitte nicht beleidigt. Ampi, nimm diese Arznei nur von mir. Ampi, wie geht es dir? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Jawohl, wir haben es endlich geschafft. Wir haben das kranke Pockehühnchen. Wir haben das kranke Pockehühnchen geheilt. Es ist wieder glücklich. Es strahlt wie ein Honigkuchen. Und wenn das Pokémon glücklich ist, sind wir es natürlich auch. Und wir haben es auch geschafft, dass die Arena-Leiterin endlich in die Arena zurückgeht. Und da bin ich natürlich auch froh drüber. So, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Noch drei. Ciao.